Niederländische Königsfamilie feiert im Ausland. Die niederländische Königsfamilie möchte das Ende des Jahres offensichtlich fernab der Öffentlichkeit ausklingen lassen. Für König Willem-Alexander, 55, und seine Frau Königin Maxima, 51, war das Jahr 2022 besonders hart. Der Grund? Angeblich hatte eine holländische Mafia-Bande geplant, ihre gemeinsame Tochter Prinzessin Katharina Amalia, 19, zu entführen. Daraufhin musste die junge Studentin aus der Großstadt zurück in den Palast ziehen. Doch das wollen die Royals nun offenbar hinter sich lassen. Gemeinsam verbringt die Königsfamilie den Jahreswechsel in Argentinien. Wie Gala berichtet, soll sich die niederländische Königsfamilie aktuell in Argentinien aufhalten. Ebenso wie das diesjährige Weihnachtsfest soll dort auch der Jahreswechsel gefeiert werden. Umringt von dekadenten Villen, Golfplätzen und Tennisplätzen soll die royale Familie ihre Abende bei gemütlichen Restaurantbesuchen ausklingen lassen. Ob Willem Alexander und Maxima ihrer Familie hier einen möglichst entspannten Abschluss für ihr ziemlich turbulentes Jahr ermöglichen? Im Rahmen eines Staatsbesuches in Griechenland erklärte Maxima nämlich erst vor wenigen Wochen, dass die Situation für ihre Familie nicht einfach gewesen sei, vor allem für Töchterchen Amalia. Für ein fast 19-jähriges Mädchen ist es natürlich nicht wünschenswert, bei Mama und Papa zu wohnen. Natürlich ist es sehr frustrierend und nicht einfach, erklärte sie und fügte hinzu, dass die ganze Familie sehr unter den angeblichen Entführungsplänen gelitten habe.